Hallo liebe Campingfreunde, ich zeige euch heute den Bürstner Signeo mit dem neuen Aufstelldach. Der Signeo an sich ist ja vielen von euch schon bekannt. Es gibt ihn mit 5,50 Meter, relativ alltagstauglich, und dieser hier mit 6 Meter. Er hat eine schöne Küchenzeile, er hat ein super großes Bett, ein wirklich praktikables und angenehm großes Bad und auch eine schöne Sitzecke. Aber was ich immer wieder höre, viele vermissen den dritten und vierten Schlafplatz. Gerade Familien, die vom kleineren Copa kommen oder vom Nugget und vier Schlafplätze in ihrem kleinen Aufstelldachcamper gewohnt sind, wundern sich, warum in diesen großen, geräumigen Fahrzeugen nur zwei Betten sind. Natürlich ist dieses Auto mehr für die Klientel gedacht, die zu zweit reist. Aber viele Familien suchen auch nach einem größeren Fahrzeug. Und jetzt haben wir das Richtige für sie. Seit neuestem gibt es nämlich bei Bürstner ein Aufstelldach für den Signeo. Und somit ist das Auto auch wirklich für Familien interessant, denn wir haben nun vier Betten. Prima ist, man kann die Leiter aufbauen, ohne dass der Tisch abgebaut sein muss. Das ist nicht bei allen so. Wenn man hochklettert ins Alkoven, hier bzw. ins Aufstelldach, sieht man gleich, hier ist richtig viel Platz. Und ein super zusätzlicher Raum. Und das Interessante ist, das Skyroof, das ist jetzt nämlich schon geöffnet. Das Skyroof kann man, wie auch beim neuen Bürstner Copa, auf drei Arten öffnen. Man kann es einmal komplett aufmachen, dann hat man rundum alles frei. Man kann es natürlich auch komplett zumachen. Und man kann es so wie hier einfach mit Fliegengitter schließen. Somit kann man es wirklich die ganze Nacht auflassen und fühlt sich sicher. Also es ist wirklich eine super, super Erweiterung für dieses Auto. Und ehrlich gesagt, dieser luftige Schlafplatz mit Ausblick hier oben, der würde mir sogar gefallen. Ich würde vielleicht die Kinder unten schlafen lassen. Ja, sehr gut gemacht ist auch, hier ist noch eine zusätzliche Dachluke oben eingebaut. Also wirklich eine richtig tolle Sache und extrem variabel. Jetzt versuche ich mal das Teil zuzumachen, nur mit einer Hand, weil ich mit der anderen die Kamera halte. Man muss schon etwas ziehen, aber es geht genauso einfach zu wie im kleineren Copa. Und auf, auch dank der Aufstellstützen, einfach antippen, loslassen und schon ist es wieder oben. Hier haben wir natürlich eine Lampe, hier haben wir Strom für oben. Das ist besonders für die Kids wichtig, die daddeln ja immer gerne. Und es ist auch eine schöne Beleuchtung, damit man den Weg nach oben findet. Ja, mein Lieben, also ich muss sagen, wieder einmal wirklich klasse gemacht. Das Auto hat wirklich super Nutzungsmöglichkeiten. Und ich habe auch schon die ersten bestellt, die werden in Kürze im Schauraum stehen. Wir nehmen so einen auch in die Vermietung. So dass ihr ihn wirklich auch testen und ausprobieren könnt vor dem Kauf. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt, findet ihr Infos auf unserer Website oder kontaktiert mein Team oder mich. Wir würden uns freuen. Viele Grüße, euer Oliver.